Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das dritte Gespräch mit Max Otte in New York. Willkommen, Max. Ja, grüß dich, Markus. Bevor wir loslegen, schauen wir noch mal in die interaktive Karte von Fox kurz rein. Es gibt eine sehr wichtige Veränderung gegenüber dem letzten Gespräch, nämlich die, dass jetzt in zwei Bundesstaaten im Nordosten der USA Joe Biden leicht vorne liegt. In Wisconsin mit 0,7 Prozentpunkten, da ist er bei 49,6%. Und in Michigan auch mit 49,4%. Da hat er einen Vorsprung von 0,3 Prozentpunkten. Wenn wir das mal umrechnen in die Delegierten, in die Wahlmänner, dann würde Biden auf 270 kommen und Trump, wenn er die anderen drei Staaten, die noch offen sind, gewinnen kann, dann wäre er bei 264. Der Wahlsieger hieße dann Joe Biden. Was machen wir jetzt daraus? Ja, und dann ist ziemlich sicher, dass Trump anfechten wird und dass er auch aggressiv anfechten wird. Er hat ja auch den Rückenwind durch den Supreme Court und ich kann das bis zum gewissen Grade nachvollziehen, denn das amerikanische Wahlsystem ist betrugsanfällig, viel mehr als das deutsche, weil eben jedes County sein eigenes System hat. Zudem sind das da oben demokratische Bundesstaaten. Der Joe Biden hat sich irgendwann mal verplappert, möchte ich fast sagen. Er ist ja, man hat ja schon den Eindruck, dass seine Geisteskräfte nicht immer voll da sind. Und er hat irgendwann mal im Video, das kann man auch nachsehen, gesagt: "We have put together the most extensive voter fraud organization history." Was heißt, wörtlich würde es heißen, wir haben die umfassendste Wahlbetrugsorganisation der Geschichte zusammengestellt. Er meinte natürlich, dass er die umfassendste Organisation zur Entdeckung von Wahlbetrug zusammengestellt hat, aber das ist dann ein Instrument, mit dem man unter Umständen auch anders agieren kann. Ich möchte das nicht ausschließen, also bei so einer engen Wahl ist es vielleicht auch richtig, dass da geprüft wird, auch wenn es für die Welt natürlich eine Zitterpartie bedeutet. Nach jetzigem Stand, wie du sagst, wäre Joe Biden der Sieger und in diesen beiden Staaten ist es ja eher wahrscheinlich, dass sich der Vorsprung vergrößert, wenn die Briefwahlstimmen noch ausgezählt werden. Also es ist mal ein Zwischenstand. Keiner, der mich jetzt unbedingt erfreut, aber es ist ein Zwischenstand, der ja so ganz anders ist wie beim letzten Mal. Also ich meine, dass unsere Staatsmedien nichts daraus lernen. Es ist so ganz anders, als sie berichteten und auch so anders, wie, also beim letzten Mal war es ja genauso. Man sagt einen haushohen Sieg voraus für Hillary und dann gewann Trump und jetzt ist es so knapp, dass es wirklich ein extrem spannendes Rennen ist. Ja, die Medien scheinen wirklich nichts dazu zu lernen. Die Frage ist natürlich, wieso die USA dieses Wahlsystem oder die Art und Weise, wie sie auszählen, nicht vereinheitlichen. Du hattest es ja auch im ersten Gespräch schon sehr deutlich gesagt, wie unterschiedlich da vorgegangen wird mit der Dauer der Auszählung, mit dem Einreichen der Briefwahl. Wieso hat man das nicht irgendwann mal gemacht? Das ist das Mutterland der Demokratie, sagen Sie ja immer selbst. Ja, aber nicht das Mutterland des Verwaltungsstaates und das Mutterland der Rechtspraxis. Da haben sie das englische Recht übernommen. Das ist Case Law. Das ist höchst kompliziert, unsystematisch. Dann gibt es natürlich Eifersüchteleien. Also sie haben eben keine durchgehende Verwaltung. Sie haben auch keinen Staatsdienst wie in Deutschland in dem Sinne gehabt. Der Letzte, der das versucht hat zu reformieren, war der Rheinländer Karl Schurz, der dann Bürgerkriegsgeneral und Innenminister wurde 1870. Also es ist für europäische, speziell für deutsche Verhältnisse mit einer geordneten Bürokratie, mit einem bis heute zumindest einigermaßen und bis vor wenigen Jahren geordneten Staatswesen doch ziemlich verwirrend und auch durcheinander, wie es da geht. Und man hält sich aber selber natürlich für das Mutterland der Demokratie, also darf man da auch nicht dran drehen. Also es ist nicht modern, es ist vorsintflutlich zum Teil, aber es wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Also was bleibt uns? Eine Dauerbaustelle vor dem Supreme Court wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal, wie lange das geht. Das kann sich ziehen, denn der Supreme Court hat sich schon, also natürlich ist er jetzt konservativ besetzt, also hat quasi gesagt, er würde solche Sachen sorgfältig prüfen. Das ist natürlich eine Art Einladung an Donald Trump. Wir wissen, dass Herr Trump, ich meine, den wir aus verschiedenen Gründen schätzen, aber er kann nicht gut verlieren. Das ist nun mal so. Das ist bei ihm tatsächlich der Fall. Also, das wird er dann schon länger ausfechten wollen. Und das schafft Unsicherheit und Instabilität. Wie wichtig oder gravierend ist denn der Punkt politische Unsicherheit und Instabilität? Es dauert ja 2 Monate, bis der dann gewählte und bestätigte Präsident oder Wahlsieger ins Amt eingeführt wird. Das ist ja im Grunde eine ordentliche Übergangsfrist.
Ja, aber auch hier ist es ja so, dass im Prinzip die gesamte Spitzenverwaltung, also Regierungsjobs, ausgetauscht werden in Washington. Das ist seit Präsident Andrew Jackson in den 1830ern so. Man nennt das Beutesystem, also Tausende, wenn nicht Zehntausende von Beamten, Spitzenbeamten, also Staatsangestellten, Beamte gibt es ja in dem Sinne nicht, werden ausgetauscht. Der neue Präsident muss aus Reservoir seiner Netzwerke und Kontakte muss er diese Jobs befüllen. Die muss man erst mal finden. Ja, gut, dafür gibt es dann Stiftungen und NGOs, die haben ja zusätzlich einen großen Einfluss auf die Politik und die sind natürlich primär demokratisch orientiert. Also bei beiden würde wahrscheinlich diese Sache relativ schnell über die Bühne gehen. Es wären die alten Eliten natürlich. Das ist alles in der Zukunft. Es sieht jetzt wirklich im Moment nach einer Hängepartie aus. Mir macht es ein bisschen. Einerseits fühle ich mich bestätigt darin, dass ich gesagt habe, der Trump hat auch diesmal eine Chance. Andererseits, wenn ich jetzt sehe, was da in letzter Minute und so knapp in zwei wichtigen Staaten passiert, wo die Demokraten auch an den Hebeln der Macht sitzen, dann kommen auch mir leichte Fragezeichen. Natürlich kann ich es nicht letztgültig beurteilen, aber wenn man weiß, wie viel an dieser Wahl hängt, wie hart da gekämpft wird, dann ist der Kampf wahrscheinlich noch nicht vorbei. Ganz herzlichen Dank, Max Otte. Ich hoffe, wir können noch mal sprechen, bevor du zurückfliegst am Freitag. Ja, gerne. Also, da verabreden wir uns dann nochmal. Darauf freue ich mich. Besten Dank für jetzt. Viele Grüße nach Deutschland. Bis dann, Markus.